So, allen, die neu zu uns gekommen sind, herzlich willkommen. Wir werden uns jetzt mit einer sehr alten Dame beschäftigen, nämlich, also nicht die, die hier vorne steht, sondern, das wäre natürlich auch zutreffend, sondern mit dem Map-Server. Der Map-Server als eines der ältesten Open-Source-Projekte im GIS-Bereich und vermutlich sogar der älteste Map-Server mit etwa 26 Jahren, 1994 mit der Entwicklung begonnen. Ob es denn bei so einem gereiften Projekt noch was Neues gibt, das kann uns Jörg Thomsen jetzt näher bringen. Bitte, deine Zeit und dein Mikro. Vielen Dank. Es gibt nichts Neues, wir können den Vortrag beenden. Nein, Quatsch. Genau, kurzer Vortrag. Ich hatte mit Marco gesprochen, er soll gar nicht so viel zu mir erzählen. Das mache ich kurz selber im Rahmen dieser einen Folie. Mein Name Jörg Thomsen ist jetzt bekannt. Da unten nochmal meine Mailadresse für den persönlichen Kontakt, sonst findet man mich auch im Netz. Ich arbeite bei der Ware Group in Berlin, bin da als Berater tätig und bin auch Trainer in der Frost Akademie, unter anderem für MapServer, PostGIS, MapBender und wenn Bedarf besteht auch bei anderen Sachen. Im Rahmen des PostGIS e.V. bin ich aktiv im Rahmen der Konferenz, bisher primär damit beschäftigt, den Tagungsband zusammenzustellen und mal schauen, ob sich das vielleicht noch ändert im Laufe des Tages, dass ich ein bisschen mehr mache. Gut, ganz kurz eine Einführung zum Map-Server. Ich sehe einige bekannte Gesichter, die kennen ihn wahrscheinlich schon. Ich sehe unbekannte Gesichter, da weiß ich nicht, ob ihr alle wisst, was der Map-Server ist und was er kann. Ganz oben die Webadresse, wo man die ganzen Informationen und Dokumentationen auch nachlesen kann und finden kann. Der Map-Server selber ist letztendlich eine Software zur Bereitstellung von OGC-konformen Diensten, Web-Map-Service, Web-Coverage-Service, Web-Feature-Service, beachtet auch einige weitere Standards wie Filter-Encoding, GML. Und ist natürlich eine Open-Source-Software und steht, hat das den Inkubationsprozess von der OSGEO bestanden, das auch schon sehr lange, und ist eine OSGEO-Software. Er steht unter der MIT-Lizenz, also eine sehr offene Lizenz, mit der man sehr viel auch dann machen kann, oder mit der Software, die da drunter steht, kann man dann eben, hat man sehr, sehr viele Freiheiten. Der Map-Server läuft plattformübergreifend. Ich kenne Produktivsysteme, die auf Linux laufen sehr oft, aber auch einige, die unter Windows laufen. In der Doku steht, dass er auch unter macOS läuft. Das habe ich aber noch keinen Produktivserver gesehen, der als Mac läuft. Wer den hat, kann sich mal kurz melden. Da bin ich immer noch auf der Suche. Nee, hier auch nicht. Okay. Der Map-Server läuft als CGI-Skript primär. Das heißt, es wird einmal eine ausführbare Datei aufgerufen, wenn ich eine Karte anfordere. Dann prozessiert er seine Daten und gibt das Ergebnis zurück, meistens in Form eben von einem Rasterbild, PNG oder JPEG. Kann natürlich auch was anderes sein, je nach Request, ein GML, ein HTML bei Feature-Info oder ähnliches. Und dann legt er sich wieder schlafen, bis der nächste Request kommt. Und es gibt auch noch das Map-Skript, da gehe ich dann ein paar Folien später auch nochmal drauf ein. Also der hat nicht nur CGI, der kann auch noch anders eingesetzt werden. Ja, und er ist sehr breit aufgestellt. Das gehört ja auch schon dazu, wenn es ein OSGEO-Projekt ist, dass es eben eine breite Community gibt für die Entwicklung, für den Support, Mailinglisten, Dokumentation und so weiter. Hier mal ein Tweet, der mir letztes Jahr im Dezember untergekommen ist. Da haben, ich glaube, das war Jeff McKenna, getwittert, dass die 12.000 Commits erreicht wurden. Ist halt auch ein sehr altes Projekt. Und ich habe jetzt nochmal bei OpenHub geguckt, was da so zum Map-Server steht. Das ist jetzt ein bisschen aktueller. Ich glaube, der Screenshot ist vom Montag. Sind schon wieder mehr als 1.000, fast 2.000 Commits dazugekommen. Insgesamt im Laufe der Geschichte gab es 160 Kontributoren, die da Code beigesteuert haben. Viele davon sind sicherlich immer nur,
haben sicherlich nur einzelne Code-Schnipsel dazu beigetragen, weil ihnen mal was aufgefallen ist, was sie gebugfixt haben. Es gibt aber natürlich auch einen ganzen recht großen Strab von Hauptentwicklern, die sich weiter damit beschäftigen. Map-Server ist in C geschrieben. Das heißt, ja, läuft eben auf allen Plattformen. Man kann sich auch dann auch selber kompilieren, wenn man Bedarf hat. Und da unten finde ich immer ganz beeindruckende Zahlen bei allen möglichen Softwaren, wie viel Mannjahre da eigentlich drinstecken. Also bei Map-Server sind das laut OpenHub 110 Jahre Arbeit, die da in dem Map-Server-Code drinstecken. Und haben sie gut gemacht, funktioniert alles. Die ausführbaren Dateien sind eigentlich dafür, dass da so viele Jahre drinstecken, relativ klein. Dann nochmal ein kurzer Überblick, was es noch so im Umfeld vom Map-Server gibt. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen neu. Es gibt das Map-Server für Windows. Das haben wir auch gerade letzte Woche noch in einer Schulung benutzt. Sehr angenehm, man kann den Installer runterladen und sich dann durchklicken, wie man das von Windows gewohnt ist. Da ist schon alles dabei, was man braucht. Nicht nur der Map-Server, auch ein Apache-Web-Server wird gleich mit installiert. Wenn man möchte, kann man sich auch noch Tutorial- oder Übungsdaten mit runterladen. Das altbekannte Itasca-Demo ist immer noch dabei, ein OGC-Workshop ist dabei. Und wenn man sich die Karten im Browser angucken will, kann man da sogar noch ein Häkchen bei Mapbender setzen, der wird dann auch noch mit installiert. Also das als Paket für Windows, wenn man den da quasi direkt auf seinem Rechner installieren möchte. Sehr schönes Paket, ist zu empfehlen für die Windows-Welt. Dann haben wir noch den Mapcache, das ist so ähnlich wie der Mapproxy, kann aber deutlich weniger. Das heißt, wie der Name sagt, er kann halt Karten cachen, speichert dann die einzelnen vorgerenderten Kacheln auf der Festplatte, so dass wir ein bisschen mehr Performance haben. Und wenn man WMTS mit Map-Server nutzen möchte, dann muss man auch diesen Mapcache mit benutzen, weil dann eben die Struktur bereitstellt dafür. Ein weiteres Projekt im Umfeld vom Map-Server, der kann ja klassischerweise nur WFS und nicht WFST, also keine Daten in die Datenquelle zurückschreiben. Das wollen die Map-Server-Entwickler auch nicht implementieren. Aber dafür gibt es den TinyOWS, eine Software, die man extra installieren muss, die man aber dankenswerterweise dann mit in der Map-Datei konfigurieren kann. Also man hat keinen mehrfachen Konfigurationsaufwand dadurch und ein anderes System, sondern kann einfach seinen WMS, seinen WFS benutzen und den über diesen TinyOWS transaktional machen, dass die User vielleicht auch Daten zurückschreiben können. Das ist relativ einfach. Wir brauchen ein paar Metadatenangaben. Das ist natürlich auch dokumentiert. Da oben sitzt auch jemand, der weiß, dass es nicht immer sofort funktioniert, aber ich habe es auch schon zum Laufen gebracht. Okay, kommen wir zur Map-Server-History oder eben zum Status. Was hat sich in letzter Zeit geändert? Vielleicht erstmal ein Hinweis, ist ein bisschen versteckt, wenn man da selber nachsuchen möchte. Es gibt auf der Map-Server-Dokumentationsseite diese Changelogs, da steht wirklich sehr, sehr viel drin, da ist jedes Commit drin, wo man als Nicht-Entwickler, zu denen ich ja auch gehöre, ein wenig überfordert ist, weil da ganz viele Kleinigkeiten drin stehen. Oben versteckt ist ein kleiner Link zur History.txt, die auf GitHub geht. Da ist das nochmal sehr schön aufgelistet. Wenn man sich das durchliest, bekommt man eigentlich alle wesentlichen Änderungen mit. Und das ist dann auch gar nicht mehr so viel, das quasi abzuarbeiten. Wenn wir uns das jetzt angucken würden, ich rufe das jetzt mal nicht auf, würden wir sehen, dass sich die letzten großen Veränderungen von der Version 7.0 auf 7.2 ergeben haben. Von 7.2 auf 7.4 ist gar nicht mehr viel passiert. Und ich habe da mal so die für mich interessanten wesentlichen Änderungen herausgefischt, um die mal hier kurz vorzustellen. Die sind jetzt nicht in zeitlicher Reihenfolge, sondern so, wie sie mir gerade eingefallen sind, als ich die Präsentation zusammengestellt habe. Das erste ist MapScript.
das ist schon sehr alt, gibt es schon sehr lange, war leider nicht so aktuell und lief lange Zeit nur unter PHP 5, sodass man das dann auch nicht unbedingt produktiv einsetzen konnte und wollte. Seit Mitte letzten Jahres, nee, ich glaube schon ein bisschen länger, unterstützt das eben auch PHP 7. Jetzt zu der Frage, ja, MapScript habe ich vorhin schon mal erwähnt, was soll das eigentlich, was kann man damit mit anfangen? Ich habe schon oft sehr umständliche Konstruktionen gesehen, was das WMS-Kartenhandling anging. Da wurden dann Verrenkungen in der Map-Datei gemacht, teilweise werden dann auch Clients angepasst, damit sie damit umgehen können und noch mit Informationen arbeiten, verarbeiten können, wenn noch specific Parameter übergeben, die gar nicht so vorgesehen sind. Mit MapScript macht man quasi, schreibt man keine Map-Datei mehr, wo man die Datei dann auf dem Server speichert als Textdatei, sondern kann sich innerhalb von einer Programmiersprache, ich habe jetzt PHP als Beispiel genommen, es gibt es auch für Python und Java, so eine virtuelle Map-Datei bauen. Das heißt, die Map-Datei, die Konfiguration für den Map-Server wird on the fly zusammengestellt und damit ist dann quasi alles möglich, auch das, was in einem statischen Map-Datei nicht möglich ist. Ich kann mir direkt aus irgendwelchen Diensten Daten heranziehen, ich kann mir aktuell von einem Online-Dienst Wetterdaten holen und die direkt in meinem Skript verarbeiten und da dann meine Städte mit beschriften. Ich kann mir vielleicht auch irgendwo Geokoordinaten holen von einem Webdienst und da dann meine Geometrien ausbasteln und die mit darstellen und muss die zum Beispiel dann nicht mehr zwischendurch noch irgendwo in einer Datenbank oder Datei auf dem Server speichern und das prozessieren, sondern kann direkt damit arbeiten. Ja, die Beispiele sind vielfältig, mir fällt bestimmt auch nicht alles ein, was man machen kann. Da der dann eben dynamisch ist, die Map-Datei, kann man quasi alles individuell machen von den aktuellen Anforderungen und Requests her. Also sollte man nicht vergessen, dass es das gibt und wenn man denkt, das wird jetzt schwierig mit dem Map-Server und vielleicht auch mit meinem Client nochmal, bitte auch an MapScript denken. Dann wurden vor einiger Zeit auch die Mapbox-Vektorteils beim Map-Server eingeführt. Die gibt es auch ein paar mehr Vorträge hier auf der Konferenz dazu. Es ist nur ein neues Ausgabeformat. Es ist relativ einfach. Ich muss in der Map-Datei ein neues Output-Format konfigurieren. Es gibt noch zwei Einträge, die noch gesetzt werden müssen. Die habe ich jetzt hier nicht aufgenommen. Und dann werden die Mapbox-Vektorteils rausgegeben. Das kann dann so aussehen in einem einfachen Beispiel mit Natural Earth-Daten. Dann kann man die Karte halt auch kippen und drehen. Habe hier unten nochmal einen Link hingepackt auf auf das Mapbox-Beispiel. Mal gucken, ob es noch kommt. Für die Vektorteils noch nicht kennen, wollte ich es zeigen. Wenn das jetzt hier ein bisschen hakt mit dem WLAN, dann lassen wir es halt sein. Was leider nicht geht bisher, wo ich auch nicht weiß, ob das kommt, die Vektorteils kommen ja quasi als Vektordaten beim User an und brauchen noch Styling-Informationen. Die müssen aktuell noch separat geschrieben werden, diese JSON-Datei, in dem das Styling steht. Also das kann man noch nicht so ohne weiteres direkt vom Map-Server abholen mit dem Styling, das ich da über die Map-Datei konfiguriert habe. So, dann auch noch neu zwischen 7 und der aktuellen Version wurden OGC-Filter für den GetMap-Request eingeführt. Das heißt, ich kann jetzt einfach einen OGC-Filter hinten an meinen GetMap-Request dranhängen. Einfaches Beispiel ist hier mal aufgezeigt, wo ich einfach auf den Property Name gehe und sage, ich möchte jetzt nur das DigBee mir anzeigen lassen. Steht so in der Dokumentation drin. Ich kann leider nicht sagen, wo DigBee ist und was DigBee ist. Es gibt noch andere Filtermöglichkeiten. Wir können natürlich auch die anderen Filter benutzen, räumliche Filter und ähnliches. Das funktioniert auch. Mal gucken, ob jetzt hier der Request funktioniert oder ob ich vielleicht das komplette WLAN verloren habe. Oder haben wir hier ein Netzwerkkabel? Weiß das jemand? Kein Kabel.
Hier ist ein Kabel. Darf ich das nehmen? Okay. Na gut, dann lassen wir das weg, ist nicht ganz so schlimm. Die Präsentation ist dann ja auch downloadbar, da sind die Beispiele drin. Die geht auf den Demo-Map-Server, demo.mapserver.org. Einmal ein Aufruf von der Weltkarte und das zweite ist halt ein Get-Map-Request, wo dann nur Europa noch dargestellt wird. Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen imaginieren, wie das Ganze aussehen könnte und das dann im Nachgang nochmal durchtesten, wenn es euch interessiert. Es ist nur ein bisschen langsam, sehe ich gerade. Nee, kein Internet, okay. Relativ neu eingeführt, die Composite-Filters. Vielleicht kennt das der ein oder die andere schon an dem Beispiel von dem Opacity. Diesen Tag gab es vorher schon, dass man sagt, Opacity gleich irgendein Wert, um eine Karte transparent, halbtransparent darzustellen. Da stand das normalerweise immer direkt im Layer drin. Jetzt gehört das in diesen Composite-Block mit rein und das ist ein Block, da kann man es so ein bisschen sehen, der noch mehr Parameter beherbergen kann, sowas wie Darken, um was abzudunkeln, Blur und was es da noch alles gibt, so ein paar Parameter, die man vielleicht aus Grafikprogrammen kennt, um irgendwie so einen Burnout, einen flammenden Rand, um Schriften zu machen oder ähnliches, da kann man dann mal so ein bisschen mit rumspielen. Das Opacity funktioniert im Moment auch noch im Layer, auf Layer-Ebene, aber die Empfehlung ist eben auch jetzt schon, das gleich in den Composite-Block mit einzubauen. Dann neu, wir haben Layer-Metadaten, die man abfragen kann. Da oben ist mal der Beispielaufruf da. Also über die Capabilities hinaus kann ich jetzt die Metadaten zu einzelnen Layern nochmal explizit abfragen und das dann natürlich auch für irgendwelche Katalogsysteme oder ähnliches benutzen und der Map-Server liefert die dann auch aus, wenn die Map-Datei entsprechend damit gefüttert wurde. Und als letztes in diesem Block wurde noch der Inspire-Support für den Web-Coverage-Service hinzugefügt. Das kennen vielleicht auch einige schon vom WMS, dass wir da dann zum Beispiel auch mit der Mehrsprachigkeit der Dienste arbeiten können und die Ergebnisse in verschiedenen Sprachen zum Beispiel anfordern können. Das ist für den WCS, wie gesagt, neu. Für den WMS gibt es das schon so ein bisschen länger. Gut, das war quasi der Statusbericht. Jetzt noch so ein kleiner Ausblick. Ich hatte insgeheim gehofft, dass ich heute schon ein bisschen mehr sagen kann. Ich habe den Vortrag ja schon im Dezember eingereicht, also ein Vierteljahr her. Ein bisschen was kann ich sagen. Geht dann bei der Softwareentwicklung eben doch nicht immer ganz so schnell, wie man sich das als Anwender wünscht. Es gibt einen Map-Server-Release-Plan, den kann man sich angucken. Es gibt eine Seite, wo man gucken kann, was so die Ideen sind, wie sich die Syntax ändern sollte oder was die Entwickler sich vorstellen, was man anpassen kann, was man verbessern kann. Das sind jetzt alles noch keine endgültigen Sachen, das kann sich sicherlich noch ändern, da kommt bestimmt auch noch was dazu. Aber man kann ja schon mal reingucken, was so auf uns zukommt. Vor allem auf den vollen Support von WFS 3 OGC Arty bin ich auch sehr, sehr gespannt. Wird sicherlich dann auch noch im Laufe der Zeit nachgebessert werden müssen, wenn das erstmal drin ist. Was ihr schon tun könnt, vielleicht, um euch ein bisschen darauf vorzubereiten, irgendwann wird der Map-Server kommen, das war für 2020 angekündigt, also die 8er-Version, schon mal durch die Map-File-Konfiguration durchgehen und die Doku durchstöbern, wenn ihr eh da dran arbeitet und alles, was als deprecated gekennzeichnet ist, auch rausschmeißen und mit der aktuellen Schreibweise benutzen, weil das ist auf jeden Fall ein Plan, dass das mal aufgeräumt wird, die ganze Map-File-Struktur und die ganzen veralteten Sachen dann auch ab Version 8 nicht mehr funktionieren. Genauere Planungen dazu wird es dann wahrscheinlich werden im Rahmen des OSGEO Community Sprints erarbeitet werden, wenn er denn stattfindet, hoffen wir mal für alle, dass es dieses Treffen dann geben wird im Mai. Und als letztes noch ein kleiner Gruß von Jeff McKenna, den ich was zu MS4W gefragt hatte.
der hatte mir dann noch geschrieben, dass die Version 7.6 auch jetzt schon erschienen sein sollte. Ich habe gestern nochmal geguckt, da gab es sie noch nicht. Aber die müsste jetzt nahe der Vosges erscheinen. Und was da noch als Neuerung drin sein wird, was er mir verraten hat, ist eine volle Unterstützung von der Porsche 6 Library. Und das ist auch schon meine Abschlussfolie, bevor ich das rote Schild höre, höre ich einfach mal auf. Vielen Dank. Ja, danke schön, Jörg. Jetzt haben wir auch wieder Zeit, entsprechend auf Fragen einzugehen. Und ich bitte dich, die Finger von den Steuerstangen zu lassen. Ja, Fragen zum Map-Server. Das ist immer das Los des letzten Vortrags vor der Mittagspause. Du hattest jetzt kurz so ein bisschen gesagt, okay, OGC-API kommt dann schon. Also wie intensiv wird es diskutiert beim Map-Server? Wie stark diskutiert die Map-Server-Community auch die Richtung, die wir in den Vorträgen vorher diskutiert hatten, ob im Endeffekt die komplette WFS-Geschichte dann sowieso obsolet wird irgendwann, weil alles Richtung OGC-APIs geht? Die Map-Server-Community selber, so wie ich das verfolge, kann ja auch jeder in den Mailinglisten mitmachen, diskutiert das bisher so gut wie gar nicht. Das ist ja auch noch relativ neu und wenig bekannt, würde ich mal sagen. Wie das auf den Entwicklerlisten diskutiert wird, kann ich nicht sagen, weil ich da nicht beteiligt bin. Da könnte ich ja keinen Beitrag leisten. Aber also ich gehe davon aus, dass der Support mit der Version 8 kommt. Wie weit er dann fortgeschritten ist, kann ich aber nicht sagen. Da werde ich mich genauso überraschen lassen wie die meisten hier wahrscheinlich. Dankeschön. Sonst noch Fragen aus dem Publikum oder Ergänzungen?